Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind auf Wildschweinjagd. Waschbären haben wir ja schon erlegt. Ein Reh haben wir jetzt schon auch erlegt. Haben wir jetzt noch ein Rehfell auf Tasche. Und brauchen noch ein paar Wildschweine. Und ja, haben auch in der letzten Folge ein bisschen so die rote Farbe ausprobiert, die nicht so, also zumindest für mich nicht so schlüssig ist, was die genau macht. Außer dass die Ureinwohner vielleicht irgendwie ein bisschen mehr eher zurückweichen. So, aber was genau der Sinn der roten Farbe ist, weiß ich nicht. Ist das vielleicht eher eine bessere Tarnung, obwohl das gar keinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Weil rot siehst du im grünen Wald deutlich besser. Oh. Bei. Das sind zwei Galoppelhainze da hinten. Oh, hier ist noch eine Höhle. Ich würde sagen, den markieren wir uns mal. Ganz schnell noch, bevor die Galoppelhainze uns entdecken. Der soll dann blau sein. Ich sage, wir gehen mal rein. Ah, es ruckelt. Ja, sofort mit ein paar Herzen. Genau, das wollten wir. Dann wollen wir mal schauen, was sich hier verbirgt. Kennen wir die Höhle überhaupt schon? Ja, die Höhle kennen wir. Hier ist noch ein Seil. Haben aber genug. Anscheinend. Die Höhle kennen wir schon. Ja, okay, dann haben wir halt. So, warte. Kennen wir die sicher schon? Ja, die Höhle kennen wir auf jeden Fall. Ich versuche gerade zu erkennen, wo uns noch was fehlt von der Höhle. Dead Cave, Waterfall Cave. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Westen sollten wir mal die eine Höhle nochmal erkunden gehen. Weil da irgendwo noch eine Tür war, wo wir noch nicht durchgegangen sind. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoller, da mal durchzugehen. Können wir auch wieder ausmachen und ich hoffe, die Galoppelhainze sind schon wieder weg. Denn gegen die beiden würde ich jetzt ungerne kämpfen. Also die scheinen nicht in der Nähe zu sein. Also nicht mehr. Versuche zu hören, ob die irgendwo hier sind. Aber wir wollen die Wildschweine. Würde ich sagen, wir gehen wechseln wieder noch mal auf den Speer.
Kann es sein, dass die beiden gedespawnt sind, nur weil ich in die Höhle reinging? Warte mal, wo gehe ich überhaupt hin? Bambi! Wir schnappen uns den Bambi. Ja, den haben wir erwischt. Wer wieder eingesammelt. So. Ah, okay, den kriegen wir jetzt noch nicht. Mussten jetzt bambieren. Oh. No, bleib da. Ach nö. Wo ist jetzt mein Speer? Hallo? Wo ist mein Speer? Wo ist mein Speer hin? Mein Speer jetzt weg. Mein Speer ist jetzt weg. Scheiße. Ja, dann brauche ich jetzt einen schwacher Speer. Was brauche ich, um den zu verbessern? 3 Knochen, 2 Tu. So, dann haben wir den. So, wir brauchen nur sein Fell. Das Fleisch eher nicht. Dann müssen wir, glaube ich, darüber. Wenn das jetzt Norden ist. Rüsten wir den hier mal aus. Ja, das ist Norden, genau. Nee, Gold. Nein. Oh, kann ich den noch weiter verbessern? Okay. Aber den wollte ich jetzt wieder. So. Muss ich jetzt erstmal schauen, wie ich den wieder einstecke. Jetzt brauchen wir noch ein paar Wildschweine. Das Fleisch von den Wildschweinen ist mir jetzt auch eher relativ egal. Da sind wieder Ureinwohner. Ich hoffe, die haben mich jetzt nicht gesehen. So. Ich glaube, wir sind schon in dem Gebiet, wo die eher gespawnt sind. Wenn man Schatten. Ja, ungefähr hier war das immer. Okay, die haben mich nicht gesehen. Oh, wie viele laufen hier von denen rum? Da kommt schon wieder einer. Einer mit Feuer sogar. Da kommt noch einer. Was ist hier los? Er hat mich jetzt nicht gesehen. Nur an mir vorbeigelaufen. War das irgendwie so eine... Ist das deren, keine Ahnung, übliche Handelsroute, Strecke, keine Ahnung, sowas in der Richtung?
Neue Pflanze entdeckt. Was hier? Chicorée? Ne. Was hier? Ah, kann ich essen. Hallo? Willst du essen? Das kann ich nicht mehr essen, okay. Oh. Was will der Kroko von mir jetzt? Ja, jetzt steckst du fest, ne? Oh, hier ist noch einer. Wieso sind hier so viele Krokodile, ey? Will der jetzt hinter mir her? So, wie viel Hirschfell haben wir jetzt? 3 Rehfelle. Und 4 Echsenhaut. Das heißt, wir. Oh, Fisch. Hier gibt's Fische. 1. So. 3. Da ist noch einer. Der ist weg. 4. Kann sich mehr tragen, Fisch. Also 3 Fische können wir am Stück tragen. Ah, oh, da sind wieder welche. Bitte nicht in meine Richtung. Oh, die kommen genau in meine Richtung. Kommen genau zu mir. Aua! Digga, was ist mit dir? Oh. Oh nee. Noch einer mit Feuer. Ah, nein. Schnell abwaschen. Okay. Dann eben ganz schnell wieder Knochenrüstung bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So, dann bauen wir uns eben noch ein kleines Lagerfeuerchen. Feuer, Feuer. Ah, scheiße, Stöcker fehlt uns. Jetzt ganz schnell Stöcker holen. Haben wir so viele Stöcker hier verbraucht? Ja, Stöcker. Ich hoffe, die liegen noch da. Okay. So, du kommst dahin. Und du auch. Aber der Starke mit dem Kreuz ist weg. Ah, ne, da kommt er. Ich glaube, der kommt da wieder.
Scheiße. So, okay. Aus dir machen wir auch gleich Knochen. Knochenrüstung. So. Ja. Yeah. Hallo. Jetzt eben ganz schnell. So, Rüstung wieder voll. Die eine ist abgehauen, ein anderer ist auch abgehauen. Also zwei wissen jetzt, dass wir hier ungefähr rumlaufen. Dann ist noch ein... Oh Gott, da kommt noch eine Gruppe. Da kommt eine Gruppe. Komm, schnell. Autsch. Können wir hier rumschwimmen, ohne dass wir attackiert werden? Ich glaube nicht, dass hier Haie rumschwimmen. Obwohl Krokodil wäre jetzt übel. Komm, lauf ins Feuer. Komm. Na, schade. Ja, ich finde es interessant, dass wir hier schwimmen können. So ohne attackiert zu werden bisher. Ja, hier sind mir die Ureinwohner auch ein bisschen viel unterwegs. Wo haben die geschrien? Das ist schon wieder dunkel, ey. Und wir haben noch kein Wildschwein gefunden jetzt in dieser Folge. In dieser Aufnahmesession. Ja. Ja, da hinten sind wieder Ureinwohner. Hunger haben wir auch schon langsam wieder. Aber keine Stöcker. So. Aber wir sind schon immer noch im Gebiet von den Wildschweinen, wo die ungefähr spawnen sollten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal vielleicht darüber. Machen hier auch nochmal ein Feuerchen. Und uns was zu essen. Uff. Aua! Da ist Kroko. Ich mach mal alle drei Fische drauf.
Hallo, seid ihr mal fertig? Ja. Diesmal gönnen wir uns richtig. Aber eine Knochenrüstung haben wir wieder wegen denen verloren, ey. Du hau ab. Will mit dir nichts zu tun haben. Geht da auf mich los hier. Ich glaube, es hackt. Sieht aus, als wäre das irgendwie so ein Weg. Hallo, Wildschweine. Wo seid ihr denn? Oh. Was war das? Ah, ein Wildschwein. Oh nein! Wo ist das Wildschwein hin? Oh toll! Oh! Von euch will ich nichts. Hallo! Ah, du schon wieder. Aua. Das ist der Chef. Heißt? Den müssen wir anzünden. Denn wenn der tot ist, hauen die alle ab. So, ja, jetzt verzieh dich. Bleib weg. Hä? Ich hab das da ausgewählt. So, den scheißen wir jetzt mal. Ich will hier ein Wildschwein jetzt erlegen. Hier machen wir auch Licht aus. Aber ist euch das auch aufgefallen? Sobald der... Einer? Digga, kann doch nicht sein. Der war direkt vor meiner Nase und ich habe ihn nicht erwischt. Wo ist er jetzt? Da. Komm. Ja. So, den haben wir. Da sind sie wieder.
Oh, kann doch nicht sein. Wo habe ich den hingeworfen? Da. Sehe ich ihn nicht. Da ist er. Nice, noch ein Stück. So, dann haben wir hier jetzt 1, 2, dann 1, 2. Wie viel brauchen wir? Noch davon 1, 2, 3. Und hier 1, 2. Dann haben wir jetzt endlich mal eine Sperrtasche. Da fehlt uns eh noch einer. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Wildschweine. So, Durst. Trinken. Noch mal zu unserem Feuer hingehen und schnell was essen. Auch wenn da die Krokodile sind, egal, wir gehen da jetzt erstmal was essen. Noch mal ein bisschen entfachen das Feuer. Und dann holen wir uns die restlichen 3 Wildschweine und dann können wir nach Hause und uns den Wärmeanzug machen. Beziehungsweise die restlichen 3 Wildschweine holen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.